Geht's los? Hey, hallo ihr Lieben. Heute sind wir wieder als die Hanseperlen für euch in Hamburg unterwegs. Wir stehen hier auf dem Heiligen Geistfeld. Hinter uns ist der Fernsehturm, der Bunker und hier drüben das Millantor-Stadion. Und da werden wir jetzt reingehen, denn heute haben die Open-Air-Kinos gestartet. An 5 verschiedenen Orten sind momentan die Open-Air-Kinos aktiv. Und wir werden jetzt das erste für euch testen und wir gehen da jetzt mal rein. Und von drin melden wir uns dann nochmal und berichten, was der Eintritt gekostet hat und wie das so aufgebaut ist und so weiter. Bis gleich! Also wir sitzen jetzt auf der Südtribüne, es geht gleich los. Die Sitze sind super bequem und das Beste ist, dass es überdacht ist. Also auch wenn es regnet, haben wir hier eigentlich überhaupt kein Problem. Wir müssen uns relativ warm anziehen, denn es fängt erst um 10:30 an und geht dann ja schätze ich 1,5 oder 2 Stunden. Also haben wir uns gut ausgerüstet mit warmen Sachen und haben uns auch noch Decken von zu Hause mitgenommen. Allerdings gibt es hier auch welche am Eingang. Ja, bis jetzt überzeugt ist und die nächsten 2 Monate oder die nächsten 1,5 Monate wird es hier viele, viele Filme geben. Und zwar zu den Highlights gehören zum Beispiel Black Swan, das ist Samstag. Dann kommt noch The Social Network und Black Swan und viele andere. Aber wir schreiben euch da die Infos auch nochmal in die Infobox rein. Außerdem auch zu den anderen 4 Open-Air-Kinos, die zurzeit in Hamburg unterwegs sind. Eintritt kostet 7 Euro und wenn ihr die Radio Hamburg-Card habt, wird sogar noch ermäßigt und ihr zahlt nur 5 Euro. Und wie wir hier erfahren haben, gibt es dann sogar noch eine Portion Popcorn oben drauf. Soll ich auch nochmal erzählen, was wir dann eigentlich heute gucken? Wir gucken nämlich Machede-Rakete. Mal schauen, was uns da erwartet. Als illegaler Einwanderer fristet der Mexikaner Machete ein eher tristes Arbeitsleben in Amerika. Als der ehemalige Kopf viel Geld für den Anschlag auf einen rechtsradikalen Senator angeboten wird, sagt er schließlich zu und ahnt auch nicht, dass es sich um einen Komplott handelt. Gerade noch so kommt er mit dem Leben davon. Doch eines dürfte schnell klar sein. They messed with the wrong Mexican und stellt eine Armee mexikanischer Immigranten auf, um seinen Hackern entgegenzutreten. Okay, jetzt wisst ihr Bescheid. Läuft ja noch nicht, oder nur heute? Nur heute. Naja, wir werden euch nachher nochmal berichten und unser Resümee für euch zusammenfassen. Bis später. So, noch einmal zu gestern Abend. Ja, wir wollten jetzt euch noch mal kurz informieren, so über die Fakten, da es gestern Abend doch sehr spät geworden ist. Der Film ging bis 1 Uhr nachts. Gestartet hat er so kurz nach 10:30. Es gab auch zwischendrin eine Pause und es war einfach unglaublich von der Atmosphäre. Man konnte auf den Bunker schauen und den Sonnenuntergang noch genießen. Fernsehturm war in Aussicht. Wir haben ja auch die Bilder gepostet auf Facebook, vielleicht habt ihr es gesehen. Ja, also wir haben mit der Radio Hamburg-Card, wie gesagt, 5 Euro bezahlt, haben noch ein Popcorn oben drauf gekriegt, Spitzenpreis, Deckenlagen parat, sehr gemütlich. Ja, Bente, möchtest du noch was ergänzen? Ja, was ich sagen würde, ist, wenn ihr, jetzt klingelt, wenn ihr das machen wollt, zieht euch auf jeden Fall warm an, auch wenn es tagsüber warm ist. Wir hatten irgendwie 2-3-fache Montur an und uns noch in eine Decke gekuschelt und trotzdem war es recht kalt. Ich glaube, ich muss mal die Tür aufmachen.